Hallo zusammen! Ich glaube, ich muss gar nicht irgendein großes Intro machen, weil ihr seht ja am Videotitel, worum es geht. Julinas Palette in Kollaboration mit Little Cosmetics. Ich bin mir auch sicher, ihr habt die Palette überall schon gesehen. Das Packaging ist mega schön. Die Lidschattenfarben sind Bombe! Bombe, 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 wunderschön. Und was ich dazu noch ganz kurz sagen möchte, ist, ich habe einige Sachen bei Little Cosmetics bestellt, im Wert von mehreren hundert Euro, wenn ich ganz ehrlich bin. Und zwar, weil ich so intrigued war und die Sachen unbedingt testen wollte, weil mich der Brand so gepackt hat, als ich das online alles nachgelesen habe. Und ich fand es einfach mega. Dieser Brand ist cruelty-free, made in Berlin, vegan. Der Inhaltsstoff Mica wurde fair gewonnen, nicht mit irgendwelcher Kinderarbeit oder sonst irgendetwas. Und ich finde es einfach so verdammt geil. Ich weiß noch, als Little Cosmetics damals rausgekommen ist, ich kann mich absolut daran erinnern. Und ich wollte da schon etwas bestellen und dann war irgendwie alles zu schnell ausverkauft. Ich meine, sie sind auch noch ein kleiner Indie-Brand. Ein kleiner, ja, im Vergleich zu anderen Brands schon noch ziemlich klein. Und so habe ich irgendwie den Brand auch zwischenzeitlich vergessen. Und habe mich so gefreut, als Julina ihr Announcement gemacht hat, dass sie mit Little Cosmetics eine Kollektion rausbringt. Und ich bin jetzt total happy, habe ich mehrere Sachen testen können. Ich kann euch sagen, die Lidschatten sind Bombe. Ich trage jetzt auch einen Highlighter von Little Cosmetics und auch der ist wunderschön. Die Liquid Lipsticks, mega schön. Ich konnte die Lippenstifte und den Lipgloss leider nicht ergattern, weil ich war am Tag vom Launch, etwa zwei oder drei Stunden vor den, drei Stunden vor dem Laptop. Ich konnte irgendwie nicht bezahlen. Ich hatte alles im Warenkorb. Ich hatte das PR-Kit im Warenkorb und auch noch weitere Sachen. Und habe dann, ich bin fast ausgeflippt, ist aber normal bei einem solchen Launch, bin dann aber ins Instagram gegangen und habe in einem Kommentar unter einem Post von Little Cosmetics gelesen, dass jemand geschrieben hat, dass quasi man nicht bezahlen kann, wenn man noch weitere Sachen drin hat, auschecken möchte und die mittlerweile schon ausverkauft sind. Und so war es dann. Ich Opfer hatte noch andere Sachen drin. Die Hälfte war schon ausverkauft. Das PR-Kit war ausverkauft. Die anderen Lidschatten, die ich drin hatte, waren teilweise ausverkauft und somit habe ich das nicht bekommen. Deshalb sind mir die Lippis durch die Lappen gegangen. Ich habe hier nur die Palette, aber gestern hatte Parfümerie Pieper einen überraschenden kleinen Restock und ich konnte da die Lippis bestellen und deshalb, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und jetzt war es doch ein längeres Intro, als ich es mir erhofft hatte. Ja, wir schminken einen Look mit der Palette heute. Ich habe die Palette noch nicht benutzt, ich habe sie aber geswatcht. Ihr könnt auch bei mir auf Instagram nachschauen, vorbeischauen. Ich habe dort Swatches in meinen Story-Highlights. Einfach, dass ihr Bescheid wisst, weil, ja, wenn ich die Lidschatten jetzt heute auf den Augen verwenden werde, sind ja Swatches im Normalfall auf dem Arm sowieso nicht so aussagekräftig. Und ihr könnt oder ihr habt alle bestimmte Swatches auch bei Julina im Video gesehen. Ich kann euch außerdem auch ein weiteres Video empfehlen, das ich sehr, sehr gut gefunden habe. Und zwar ist es von Fräulein T. Ein sehr ausführliches, tolles Video, mega Quality. Die Frau hat es total im Griff. Und ja, gut, ich habe keine Ahnung, was ich schminke. Ich starte einfach mal und etwas wollte ich noch sagen. Ich fand den Launch so gelungen. Ich finde, das muss man einfach loben. Es ist so schön gewesen. Julinas Video. Ich fand auch der Event, wo dann sich die alle Blogger getroffen haben und Julina gefeiert haben, fand ich auch mega cool, so als Einblick vorher und die Swatches, die dann gepostet wurden. Und ich finde es echt mega, mega cool. Ja, okay. Und jetzt geht's los. Ich habe einfach Concealer auf meinen Augen.
ich trage keinen Primer auf, weil ich das sonst auch nicht unbedingt mache. Deshalb werde ich gleich so starten. Ich nehme jetzt als allererstes die Farbe Wonderland. Ich halte die Palette jetzt verkehrt, weil ich das nicht ganz umklappen kann. Wonderland ist dieser senfgelbe Ton, eine mega, mega geile Farbe. Und werde Wonderland mir jetzt so im vorderen Teil in die Crease auftragen. Ich werde Wonderland jetzt doch in meine gesamte Crease auftragen, aber ein bisschen höher. Also meine Crease ist ja hier unten, weil ich habe leider Schlupflider. Ich trage das natürlich jetzt bei mir etwas höher auf, bei jemandem, der auch wirklich schöne, tolle Lider hat, keine Schlupflider. Einfach ein bisschen über der Crease. Und ziehe das jetzt hier so ein bisschen raus. Das ist so eine geile Farbe. Und Leute, ich finde die Palette allgemein unendlich schön. Ich habe von einigen Kommentaren gelesen, so quasi ist ein bisschen ein Durcheinander von den Farben her. Sie fühlen sich etwas überfordert, teilweise uninspiriert und so weiter. Also ich glaube, die Resonanz ist allgemein sehr positiv, aber die wenigen Kommentare, die sich jetzt von der Palette nicht ganz so angesprochen gefühlt haben, haben vor allem diese Sachen genannt. Und bei mir ist es das absolute Gegenteil. Ich bin total inspiriert, wenn ich diese Palette ansehe. Bei mir war es ja auch so, dass ich mich von der Hattie-Palette, der Holy-Palette, extrem, extrem inspiriert gefühlt hatte, einfach weil es einfach so Farbkleckser drin gab eigentlich, die einem so viele Optionen gegeben haben, irgendwelche coole Looks zu kreieren. Und dasselbe empfinde ich jetzt auch mit dieser Palette. Leute, diese Farbe ist so schön. Vermutlich nicht everyone's cup of tea, aber I live for it. Ich kann mir auch vorstellen, diesen Ton einfach so über das ganze Lid, einen geilen Winged Liner mit Fake Lashes und einem orangen Lippenstift. Boah, das wäre der Hammer. Ich möchte jetzt aber heute so viele Farben wie möglich ausprobieren aus der Palette. Einfach damit ich euch einen besseren Überblick über die Shades geben kann. Und Leute, ich arbeite an meinem Licht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das besser machen soll. Ich schaffe es einfach nicht. Ich kriege es nicht hin. Ich zerbreche mir täglich den Kopf. Ich weiß nicht, weshalb ich so grau bin. Ich weiß es wirklich nicht. Naja. Ich nehme jetzt die Farbe Serendipity. Das ist dieser braune Ton hier. Das ist so ein wärmeres, mittleres Braun, eine mega, mega geile Farbe. Und natürlich sehr gut geeignet, falls ihr so ein Day Smoky Eye zaubern möchtet, dann ist das ein sehr schöner Ton, um das so ein bisschen auszurauchen. Im Pfännchen hat man ein bisschen Kickback. Für mich ist das aber völlig okay, weil das heißt, die Lidschatten sind ein bisschen loser gepresst und sind somit auch pigmentierter. Deshalb alles gut. Ich habe euch gar nicht gesagt, was ich mache. Ich werde jetzt Wonderland ein bisschen abdunkeln. Und das so darüber blenden mit einem etwas kleineren Pinsel. Was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass durch die Lethal Cosmetics Lidschatten, by the way, ich bin jetzt wieder in einen anderen Pinsel, ich habe jetzt einen anderen Pinsel nochmals geholt und blende das ein bisschen schöner zusammen. Die Lidschatten lassen sich so gut übereinander auftragen, weil häufig ist es mit
matten Lidschatten so, dass sie sich nicht gut schichten lassen und fleckig werden. Das ist hier, ich meine, ihr seht es selbst, ist hier überhaupt gar nicht der Fall. Es funktioniert so verdammt gut, wie gut sich die Lidschatten einfach verblenden lassen. Ich bin total fasziniert. Und ich meine, ich bin ja zwar aus der Schweiz, aber ich freue mich total, dass wir hier einen Brand haben, der aus dem Nachbarsland stammt und man den auch supporten kann und es nicht nur diese Ami-Brands sein müssen. Finde ich mega, mega cool. So Leute, was wir jetzt machen, wir nehmen jetzt die P. Louise Base und werden eine Cut Crease machen. Ich weiß, ich gehe euch in letzter Zeit bestimmt auf den Sack mit meinen Cut Creases, aber dieses Mal machen wir etwas anderes. Und zwar werden wir das alles cutten, also nicht nur so einen Teil auf dem Lid und den Rest eigentlich außen verblenden, sondern wir machen eine komplette Cut Crease heute. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Und wie gesagt, meine P. Louise Base, nehme dafür meine Nabla White Rose Cut Crease Maker. Ein mega guter Pinsel. Hau mir jetzt einfach etwas davon auf meinen Handrücken. Von der Base und mach mir das gleich noch kurz im Schnelldurchgang. So, da bin ich wieder. Und ich nehme jetzt Fuck Me Eyes. Das heißt, das ist dieser mega geile metallische grüne Ton hier und werde mir den zumindest jetzt hier so im vorderen Teil komplett aufs Lid auftragen. Und dafür nehme ich meinen Finger. Wow. Ja, sehr schön. Wieso nehme ich meinen Finger? Einfach weil ich das immer so mache, wenn ich diese Sticky Base benutzt habe, dann presse ich mir das sehr gerne mit dem Finger aufs Auge. Einfach weil es sich dann nicht mit der Base vermischt quasi und nicht muddy wird, sondern ich das wirklich schön drauf pressen kann. Und damit ich da an die Ränder dann gut rankomme, nehme ich so einen sehr stark gebundenen Pinsel und werde mit dem hier in die Crease reintupfen. Für den restlichen Teil nehme ich Narcissist. Das ist dieser changierende Ton hier. Der erinnert mich so an Max Club Lidschatten. Jolina hat das auch so erwähnt. Das war, glaube ich, ihr erster Mac Lidschatten. Und finde ich mega cool, diese Farbe. Den nehme ich jetzt auch mit dem Finger und werde den auf den Rest meines Lids auftragen. Ich trage das hier auch so auf, dass es sich mittig ein bisschen verblendet, diese beiden Töne. Nehme jetzt eigentlich wieder diesen Pinsel von vorhin, drehe ihn einfach auf die andere Seite. Und trage das hier außen auf. Ich gehe jetzt mit dem nächsten Ton in der Palette rein und zwar ist das Cold Brew. Das ist so ein dunkler, brauner Aubergine-Ton und ich werde Cold Brew jetzt mit so einem, auch mit einem flachen Pinsel in diese Crease auftragen, eigentlich über dem matten braunen Shade, einfach um hier die Linie noch ein bisschen intensiver zu machen. Ich gehe da immer wieder mit diesem Pinsel von vorhin rein und mein Licht verändert sich die ganze Zeit. Was soll das? Der Look ist so geil. Ich will schönes Licht. Oh. Why?
Und weil ich die Linie noch mehr verstärken möchte, gehe ich jetzt rein in U und werde U nun auf dem schimmrigen Teil auch einfach so als Linie auftragen, um den Lidschatten noch ein bisschen mehr einen Pop zu geben. Könnt ihr das in der Kamera erkennen? Es gibt so wie so noch eine ganz, ganz leichte Trennlinie. Ich nehme jetzt, wir übertreiben es jetzt einfach heute total, ich nehme jetzt Loyalty. Das ist so ein ganz geiles Violett. Mann, gefällt mir dieses Violett gut. Es ist so wunderschön. Und nehme Loyalty jetzt so in den inneren Teil des unteren Wimpernkranzes drauf. Wow, krass pigmentiert und Leute, wir wissen alle, wie schwierig Violett ist. Und ich nehme jetzt diesen blauen Ton Amar und werde den im äußeren Teil auftragen. Ich verbinde Amar jetzt einfach mit meinem Wing, bestehend aus der Farbe Narcissist. Jetzt gehe ich wieder in Cold Brew rein, diesen dunklen Aubergine-Ton, und werde den ganz nah am Wimpernkranz auftragen. Einfach um noch mehr zu verdunkeln. Und jetzt, um nochmals einen richtigen Pop of Color zu geben, gehen wir in Das ist dieser ganz helle rosa Highlighter-Ton. Und wir werden den jetzt im inneren Winkel auftragen. Ich glaube, könnte für mich ein bisschen dunkel sein. Ja, ein bisschen, aber es verblendet sich jetzt so schön mit dem Lila. Love it. Ich liebe den Look so far. Ich glaube, wir machen so. Ich mache jetzt noch die andere Seite und bin dann wieder zurück. So, I'm back. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mir noch schwarzen Liner in die Wasserlinie gemacht. Ich habe den Huda Beauty Lifeliner dafür benutzt, und zwar die Pencil-Seite. Dann habe ich mir False Lashes drauf geklatscht, und zwar sind das Velour Lashes, ich weiß nicht mehr, welche es waren. Und das ist der Look, Leute. Ich bin total verliebt, ich sehe aus wie ein Pfau und ich feiere es extrem. Und ich dachte mir, wir machen noch schnell die Lippen zusammen. Ich mache mir noch den Pat McGrath Lip Liner in der Farbe Contour drauf. Das ist eine so gute Farbe. Weil man damit die Lippen wirklich krass viel größer machen kann. Ich nehme jetzt einen Liquid Lipstick von Little Cosmetics ebenfalls. Und zwar habe ich hier die Farbe Anemia. Ich glaube, ich nehme den Shade oder nehme ich doch Latitude. Latitude wäre auch geil. Nein, ich nehme Anemia, ich glaube es. Das Packaging ist auch so hübsch.
ist hier das Logo von Lithium Cosmetics, finde ich echt mega schön. Ist das Logo drauf und ein Chimera? Chimera? Ich weiß nicht, wie man den Liquid Lipstick ausspricht. Und wie gesagt, die Farbe Anemia. Und das kommt dann mit so einem normalen Doe-Foot-Applikator, wie das so üblich ist bei Liquid Lipsticks. Und tragen den einfach mal auf. Ja, eine mega schöne Farbe. Love it. Wow. Gute Wahl für den Augenlook. Die Formulierung ist sehr flüssig, trocknet auch ziemlich schnell runter. Und ich habe gestern die Farbe Departure getragen. Das ist so ein Nude-Ton. Und ich fand den sehr, sehr angenehm auf den Lippen. Also, love it. Love it. Love it, love it. Leute, ich liebe es so sehr, wie ich auch die Jolina-Palette liebe. Ich meine, der Look ist, wie ich persönlich finde, echt krass schön geworden. Die Lidschatten sind so schön blendable. Das ist unglaublich. Ich kann nichts anderes sagen, außer dass ich verliebt bin. Ich bin so happy, diesen Brand entdeckt zu haben. Ihr glaubt das nicht. Ich habe mir noch weitere 9 plus 12 Lidschatten bestellt. Habe mir hier noch eine Lidschattenpalette zusammengestellt und die anderen Lidschatten kommen dann noch an, vermutlich nächste Woche. Dann habe ich diese 3 Liquid Lipsticks bestellt. Ich habe mir diesen einen Highlighter geholt und bin einfach nur happy. Ich sehe hier, dass ich hier nicht ganz so präzise war. Bin einfach nur happy mit dem Resultat. Die Produkte sind Bombe. Damit ihr den Look noch genau erkennen könnt. Also wie ich finde, also die Lidschatten gehören jetzt locker. Wirklich locker zu meinen liebsten Lidschatten überhaupt. Anastasia Beverly Hills kann sich anschnallen, Pat McGrath kann sich anschnallen. Ich finde, das sind echt krasse, krasse Formulierungen. Und ich meine, Leute, die Sachen wurden in Berlin gemacht. Es ist nicht so, dass das irgendwie so ein riesiges Labor sein wird, sondern die haben echt an ihrer Formulierung gearbeitet und die haben es echt, echt krass hingekriegt. Okay. Ich glaube, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen möchte. Gibt es noch irgendeinen schlechten Punkt? Nein. Alle Lidschatten, die ich jetzt heute benutzt habe, sind krass. Ich habe ja jetzt heute alle Farben außer Scandal, diesen hellen Ton hier benutzt, Worth It, Surgery und Yes I Do. Sonst habe ich ja wirklich jetzt alle Farben aufgetragen und love it. Okay. Ich wünsche euch jetzt allen einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.